Sein lieber Mansour, nennen Sie ihn schnell, wird uns einleiten mit einem musikalischen Beitrag. Ich werde ein paar Stücke spielen. Das Stück heißt Die Krayati, meine Erinnerung. Und das zweite Stück heißt Hanim Sehn. Thank you.
Vor diesem Hintergrund sind wir heute Abend hier, um mehr zu erfahren über die Möglichkeiten und Modalitäten einer gerechten Lösung zum Palästina-Israel-Konflikt. Das Problem ist langjährig und hartnäckig, manche sagen sogar unlösbar. Viele Beteiligte, inklusive die israelische Regierung, sind aber einig,
dass es irgendwann einen palästinensischen Staat geben wird. Aber was für ein Staat und wie wird es aussehen? Wird es zwei Staaten, einen israelischen und einen palästinensischen geben, jeder auf der Ethnie oder Religion seiner Bevölkerung basierend? Oder wird die jetzige Situation stagnieren, immer mehr israelische Siedlungen auf palästinensischem Land und somit die totale israelische Kontrolle über alle Aspekte palästinensischen Lebens vertiefen, sprich vollständige Kolonialherrschaft? Oder könnte es ein demokratischer, säkulärer Staat sein zwischen Mittelmeer und Jordan, mit Gleichberechtigung für alle Bürger, unabhängig von Glaubensrichtung oder Ethnie? Wäre das möglich? In April hat Premierminister Netanyahu Präsident Obamas Vorschlag, den Siedlungsbau in Ost-Jerusalem zu stoppen, abgelehnt. Es ist nicht überraschend, dass sich die Autonomiebehörde provoziert gefühlt hat und einen anderen neuen Weg einschlagen wollte, die Ausrufung eines palästinensischen Staates bei den Vereinten Nationen. Viele Palästinenser sehen in der Proklamation eines Staates zwischen Jordan und den 1967er Grenzen zu Israel eine historische Chance. Ein Staat mit definierten Grenzen, der von vielen anderen Nationen anerkannt wird. Israel im Gegensatz hat nie seine Grenzen festgelegt, im Übrigen, obwohl es seit 1947 als Staat behandelt wurde. Andere Palästinenser denken, dass hier eine große Gefahr lauert, sowohl politisch als auch juristisch. Sie denken an die Flüchtlinge, deren Rechte als Vertriebene auf Rückkehr unterminiert sein könnten. Und man fürchtet, dass nachdem ein solcher Staat geschaffen wurde, Israel dann seine eigene arabische Minderheit mit Gewalt über die Grenzen abschieben könnte. Immerhin sind solche Praktiken Israel leider nicht unbekannt. All das zu klären und auszuwerten ist eine schwierige Aufgabe. Sie ist aber machbar, weil wir einen Experten gewinnen konnten, der mit der Materie sehr vertraut ist. Dr. Samir Abed-Robu, ehemaliger Leiter der Jerusalem School of Economics and Diplomacy, Autor von zahlreichen Büchern über Palästinenser, die amerikanische Unterstützung von Israel, Zionismus, internationales Recht und Islam. Dr. Samir wurde in einem Flüchtlingslager in Jerusalem geboren. In den USA studierte er Rechtswissenschaften. Heute unterrichtet er in Brookhaven College in Dallas, Texas. Er war ein Hauptorganisator der One State Conference in Dallas letztes Jahr. Zurzeit tourt er in Deutschland, war neulich in München und Freiburg und nun ist er hier. Tim Slater zu erwähnen. Und Tim, ja. Kannst du übersetzen und unterstützen? Okay, danke. Good evening. And thank you for giving me the chance to come before you to talk about the Palestine-Israel conflict. Tonight, I would like to share with you my views on the most popular options for the resolution of the conflict, what is known to be as the Israel-Palestine conflict. Ja, guten Abend. Danke, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, heute Abend vor Ihnen zu sprechen. Ich möchte mich heute Abend eine Analyse der zwei beliebtesten Optionen
zur Lösung des sogenannten Palästina-Israel-Konflikts wurde. There are many options available to us or available to the politicians in order to resolve this conflict, but the most important two of them are the two-state solution. There are many options available to politicians to resolve the question of Palestine-Israel, and tonight I would like to concentrate on the two most important ones, the two-state versus the one-state options. There are many misunderstandings and misconceptions about those two options, and I would like to take the opportunity to compare them to you so you could make up your own mind as to what is the most viable one out of the two. Es stehen den Politikern sehr viele Optionen offen, um die Frage Israel-Palästina zu lösen. Ich möchte Ihnen heute Abend die zwei wichtigsten Optionen vorstellen, nämlich die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung und die sogenannte Ein-Staaten-Lösung. Es gibt über diese zwei Möglichkeiten sehr viele Missverständnisse, deswegen möchte ich das analysieren, damit Sie auch selber Ihre eigene Meinung bilden können. The two-state solution assumes that Israel is willing to withdraw to the 1967 line. The 1967 line, by the way, is a line that was created as a result of Israel's aggression in 1949 into an expansion into the Palestinian territory that was assigned to it by the United Nations resolution in 1947. So even the 1967 borders, quote-unquote borders, were not legal. They were borders that were created as a result of Israeli expansions. But at least for the sake of argument, let us agree that the two-state solution assumes that Israel is going to withdraw to the 1967 borders or lines. Die Zwei-Staaten-Lösung geht von der Annahme aus, dass Israel bereit wäre, sich hinter die Grenzen von 1967 zurückzuziehen. Dabei sollte man nicht vergessen, dass diese Grenzen von 67 selber gar nicht rechtmäßig sind, denn sie entstanden infolge israelischer Aggression und Ausbreitung in das Palästinensergebiet hinein nach 1948 und danach in das Gebiet, das nach der UNO-Resolution von 1947, der Teilungsresolution, den Palästinensern zugeteilt worden war. Aber nehmen wir einfach für diese Diskussion an, dass diese 67er Grenzen rechtens wäre und es geht hier und dann um die Annahme während für die Zwei-Staaten-Lösung, dass die israelische Regierung bereit wäre, sich hinter diesen Grenzen zurückzuziehen. From the start, I want everybody to know that I as a person do not agree with the two-state solution. However, I will try my best to analyze it to the best of my ability based on the facts on the ground as I see them. Ich möchte gleich von Anfang an klar machen, dass ich persönlich die Zwei-Staaten-Lösung nicht unterstütze. Aber ich versuche, diese Option zu analysieren auf Grundlage der Tatsachen vor Ort, so wie ich sie sehe.
I personally happen to believe that the one-state solution is the most viable, the most universally accepted, and the most universally can be defended, because it guarantees the rights, equal rights and equal protections for both Israeli Jews and Palestinians. The Palestinians who happen to live there now, and those who have been expelled over the years by Israel. Ich persönlich halte die Einstaatenlösung für die bessere, für die lebensfähigere und für die Lösung, die ein universelleres begrüßt werden würde, weil sie auf universelle Grundsätze beruht, die gleiche Rechte gewähren würde, sowohl für die israelischen Juden als auch für die Palästinenser, die dort jetzt auf diesem Gebiet leben, und diejenigen, die im Laufe der Jahre von Israel von dort vertrieben worden sind. Let me walk you through the characteristics of the two-state solutions as I see them today. Gehen wir die Charakteristiken der Zwei-Staaten-Lösung durch, so wie ich sie heute sehe. One, the two-state solution would legalize an exclusive Jewish claim with possession and absolute authority over 78% of the total land mass of historic Palestine. Erstens, die Zwei-Staaten-Lösung würde den israelischen Anspruch auf exklusives Anrecht und Besitz von 78% des Gebiets des historischen Palästinas legalisieren. And here I would like to bring your attention to the basic laws of Israel, so you would be in the picture as to the true nature of the state of Israel. Und dabei möchte ich auf einiges aus dem Grundgesetz Israels hinweisen, damit Sie im Bilde sind über die tatsächliche Natur des Staates Israel. Law of Return, number 5710, for the year 1950. Das Gesetz über die Rückkehr, Gesetz Nummer 5710 aus dem Jahre 1950. And I quote, ich zitiere: Every Jew has the right to come to this country as an Aliyah. Jeder Jude hat das Recht, nach diesem Land als Aliyah zu kommen. Number, so every Jew, the immigration to Israel is open only for Jews. I, as a Palestinian, or any other Palestinian, cannot make an immigration to Israel, cannot go and live in the state of Israel, because Israel is exclusively for the Jewish people, according to Israel. Also ist die Einwanderung nur für die Juden da. Ich als Palästinenser oder ein anderer Palästinenser kann nicht so nach Israel einwandern, denn Israel ist ein Staat für die Juden. State Education Law, Articles 2, 4, Laws of the State of Israel, Volume 7, Page 113, for the year 1953. Das staatliche Bildungsgesetz, und zwar Paragraphen 2 und 4 aus dem Gesetzbuch des Staates Israel, Band 7, Seite 113, also im Jahr 1953. The law, this law states,
The purpose of elementary education is to teach the values of the Jewish culture and loyalty to the state and the Jewish people. End of quote. Und in diesem Gesetz heißt es, dass der Zweck der Grundbildung ist es, Zitat, die Werte der jüdischen Kultur und Zitat, Loyalität zum Staat und zum jüdischen Volk zu lehren. Law number 6, specified goods tax and luxury tax law, article 26, laws of the State of Israel, volume 6, page 150, 4, 1952. Das Gesetz über eine Steuer auf bestimmte Güter und eine Steuer auf Luxusgüter. Paragraph 26 aus dem israelischen Gesetzbuch, Band 6, Nummer 150 von Jahre 1952. This law states, only a Jewish citizen of Israel is a returning national with the right to favorable treatment when bringing goods into Israel after residence abroad. In diesem Gesetz heißt es, dass nur ein jüdischer Staatsbürger Israels als rückkehrender Staatsangehöriger gilt, der das Recht auf begünstigte Behandlung hat, wenn er nachdem er eine Zeit lang im Ausland gelebt hat, nach Israel zurückkehrt und Güter mit sich einführt. Hence, when I say that the two-state solution would legalize an exclusive Israeli-Jewish claim with possession and absolute authority over 78% of the land of Palestine, is not a claim that is based in imagination. It is a claim that is based and ingrained into the laws of the State of Israel itself. Wenn ich also sage, dass die Zwei-Staaten-Lösung dann einen exklusiven Anspruch für israelische Juden auf den Besitz und Herrschaft über 78% des Gebiets des historischen Palästinas festschreiben würde, dass das nicht etwas ist, das ich mir ausgedacht habe, sondern diese Behauptung geht aus den Gesetzen des Staates Israels eindeutig hervor. These are just the small samples of the laws that the Israeli laws that discriminate and favors discriminate between Jews, Israeli Jews and Palestinians and favors Israeli Jews over Palestinians. I have a list of those laws. If you are interested, please see me after the lecture. Das ist nur eine ganz kleine Auswahl der vielen israelischen Gesetze, die gegen israelische Palästinenser diskriminieren und israelische Juden begünstigen. Ich habe eine Liste, komplette Liste, wenn Sie daran Interesse haben, kann ich das Ihnen nach dem Vortrag gerne zeigen. And these are the laws that are similar to the apartheid laws that were practiced in South Africa before the transformation of South Africa into a democratic state. Diese Gesetze ähneln den Apartheid-Gesetzen, die in Südafrika galten, ehe Südafrika in einen demokratischen Staat verwandelt wurde. So to go back to the two-state solution, the first thing is that Israel will be established exclusively with exclusive authority and possession over 78% of the total land mass of Palestine. The state of Palestine, on the other hand, will be given at best 22% of the total land mass of historic Palestine.
Um jetzt auf die Zwei-Staaten-Lösung zurückzugehen, wie gesagt, diese würde den exklusiven Anspruch und Besitz von 78% des Gebiets des historischen Palästinas Israel, für Israel sicherstellen. Und der palästinensische Staat andererseits würde höchstens 22% des Gebietes des historischen Palästinas bekommen. Remember, we are assuming that Israel is going to withdraw to the 1967 line. Denken Sie daran, das geht dabei von der Annahme aus, dass Israel sich in die Grenzen von 67 zurückziehen wird. And we are assuming that Israel is going to take down the wall, the apartheid wall that they built, and the settlements that they built. Und wir gehen außerdem von der Annahme aus, dass Israel die Apartheidmauer abreißen würde, die sie gebaut hat, die es gebaut hat, und auch die Siedlungen, die es errichtet hatte, wieder abschaffen würde. The apartheid wall that Israel built on Palestinian stolen land consists of 2% of the total land mass of the West Bank. Die Apartheidmauer, die Israel auf gestohlenem palästinensischem Gebiet errichtet hat, bedeckt 2% des Gesamtgebietes des Westjordanlands. The settlements that Israel built illegally on stolen Palestinian land also confiscated from 50% to 60% of the total land mass of the West Bank. Die Siedlungen, die Israel auf gestohlenem palästinensischen Gebiet errichtet haben, haben auch 40% bis 50% der Gesamtlandmasse des Westjordanlands beschlagnahmt. If Israel is not to take down the wall, and if Israel is not to withdraw from the settlements, then the total land mass left for the Palestinian state is approximately 9% of the total land mass of Palestine. Wenn aber Israel die Apartheidmauer nicht abreißt und die Siedlungen nicht aufbaut, dann würde das Gebiet, das für diesen palästinensischen Staat übrig bleibt, nur 9% des Gebiets, des Gesamtgebietes von Palästina einnehmen. Characteristic number three. If, whether it is 20% or 9% of the total land of Palestine for the Palestinian state, that state is going to be disjointed, the West Bank on the east and Gaza in the south, and there will be no connection between the West Bank and Gaza. They will be disjointed, there will be no connection between those two parts of that state that will be the Palestinian state. Die dritte Eigenschaft eines solchen palästinensischen Staates, ob der nun 9% oder 20% des Gebietes beinhaltet, wäre, dass es zerstückelt wäre. Einerseits im Osten Westjordanland und andererseits den Gazastreifen. Und diese zwei Teile wären getrennt und hätten keine Verbindung miteinander. Those two enclaves, the West Bank and Gaza, would be surrounded by Israel in the middle and the west, the north, Egypt in the south, Jordan on the east. Diese zwei Enklaven wären also von Israel im Westen und Norden umgeben, von Ägypten im Süden und von Jordanien im Osten. Given the historical records of these three countries,
we will all understand that this Palestinian entity will be dependent on Egypt, Jordan, and Israel. It will not be viable. Its land, airspace, and sea will be controlled by the three countries. All the movements of personnel, people, and goods will be controlled by these three countries. Angesichts dessen, was diese drei Länder in der Vergangenheit gemacht haben, können wir sehen, dass ein solcher palästinensischer Staat von diesen beherrscht werden. Sie werden Land, Luftraum und See des Staates unter ihrer Kontrolle haben und sämtliche Personen- und Güterbewegungen in und aus diesem Staat heraus wären von diesen drei Ländern kontrolliert. Those of us who have been following the news from Gaza will understand how brutal the siege, the Israeli siege of Gaza, and how Egypt collaborates and collaborated and still collaborates with the siege of the innocent civilian people of that enclave. Diejenigen von uns, die die Nachrichten über den Gazastreifen verfolgt haben, wissen, wie brutal diese Belagerung dieser Enklave durch Israel ist und dass Ägypten darin kollaboriert hat und immer noch kollaboriert. The fourth characteristic of the two-state solution is the fact that whether it is on 9% or 22%, that state is not viable in any way, in any stretch of the imagination. In addition, that state or that solution will not address the question of the hundreds of thousands, if not millions, of Palestinians who have been uprooted from their homes by Israel over the years. They are not going to be allowed to come back to that state. Und vierte Eigenschaft dieser Zwei-Staaten-Lösung ist, dass dieser Staat, ob er nun auf 9 oder 22% des Gebietes errichtet wird, überhaupt nicht in keiner Weise überlebensfähig wäre. Und dass außerdem dann die Frage der Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Palästinenser, die im Laufe der Jahre von Israel aus ihren Wohnsitzen vertrieben worden sind, gar nicht behandelt oder angesprochen wird, ihnen wird die Rückkehr nicht erlaubt werden. The fifth characteristics of the two-state solution is the fact that that solution will not deal with the discrimination, the uncontinuing discrimination against Palestinians in Israel, or the so-called Israeli Arabs. Israeli Arabs who happen to be citizens of the state of Israel, and they are continuously treated, continuously discriminated against by the state of Israel, and in fact today they are under more or severe oppression by the state, by the far-right government, the extremist government of Israel. And we all know that Mr. Lieberman, the foreign minister of the state of Israel, once, in fact, they already passed several laws in the state and the Knesset, demanding that these guys, these citizens of the state, take an oath, loyalty oath to the Jewish state. Eine weitere Eigenschaft der Zwei-Staaten-Lösung wäre, dass sie das Problem
derjenigen Palästinenser, die in Israel leben und israelische Staatsbürger sind, den sogenannten israelischen Araber, und die ständig und einer wachsenden Diskriminierung seitens der israelischen Regierung und seitens der israelischen Rechten ausgesetzt sind. Und diese Diskriminierung wird ja zurzeit noch schlimmer unter der aktuellen sehr rechten Regierung. Wir wissen ja, dass der Außenminister der gegenwärtigen Regierung, der Herr Lieberman, ja mehrere Gesetze eingebracht hat, zum Beispiel, dass diese Staatsbürger alle ein Loyalitätseid auf Israel als jüdischen Staat abgeben sollen. Deren Probleme werden damit überhaupt nicht angesprochen. It's not only that their presence in their own homeland is being threatened. They are literally continuously subjected to psychological torture. They are required and obligated to continuously accepting the Jewish character of the state, which denies their own connection to the land. Nicht nur das, sondern diese Menschen werden auch ständig einer psychologischen Folter unterzogen, indem von ihnen ständig gefordert wird, dass sie den jüdischen Charakter dieses Staates bejahen und damit auch ihre eigene Bindung an diesem Land, an ihre Heimat geleugnet wird. The sixth characteristic of the two-state solution is the fact that it ignores or fails to address the true character of the state of Israel itself. The state of Israel being a colonial, settler, racist state. Die sechste Eigenschaft der Zwei-Staaten-Lösung ist, dass sie das Wesen des Staates Israel ignoriert oder zumindest gar nicht anspricht, nämlich als kolonialistischer, rassistischer Siedlerstaat. The seventh and last that I would like to share with you is that the two-state solution forever teaches us that Israeli Jews and Palestinian Arabs, Christians and Muslims, cannot live together in peace. Und die letzte Eigenschaft der Zwei-Staaten-Lösung, die ich Ihnen mitteilen möchte, ist, dass sie für immer festschreiben würde, die Annahme, dass israelische Juden und palästinensische Araber, Christen und Muslime niemals in Frieden miteinander leben könnten. This advocacy that people cannot live in peace because they happen to be of different religious beliefs is not a product of the modern times. It's the product of ages ago. And yet we are being asked to continuously living in the dark ages. Diese Behauptung, dass Menschen nicht in Frieden miteinander leben können, nur weil sie unterschiedlicher religiöser Glaubens sind, ist ja kein Produkt der Moderne, sondern stammt aus einer viel früheren Zeit. Und trotzdem wird damit heute noch uns
gesagt, wir leben ja noch im Mittelalter. And here I want to remind you that Jews, Palestinian Jews, Palestinian Christians, Palestinian Muslims, as far as the 1920s, as far as 1920 actually, in the conference that was held in Damascus, Syria, they undertook to live in peace and harmony together in one state. So the coexistence between Christian, between Jews, Christians, and Muslims is not something new to our people. Und ich möchte Sie noch daran erinnern, dass bis 1920, eine Konferenz in Damaskus abgehalten wurde, da haben palästinensische Juden, Christen und Muslime gesagt, dass sie zusammen in Frieden in einem Staat leben dürfen. Dieser Gedanke ist also nicht etwas Neues. The idea of dividing the people based on ethnicity and religion is something that was exported to Palestine. It was not a homegrown one. Dieser Gedanke, dass man die Menschen nach Religion und Volkszugehörigkeit trennen müsse, das ist etwas Fremdes, das nach Palästina eingeführt wurde. Das ist nicht etwas, das auf unserem Boden gewachsen ist. The process to colonize Palestine, before I move to the one-state solution, I just want to end with this one. The process to colonize Palestine started long before the ascendance of Hitler or the Holocaust in Germany. Und ich zur Einstaatenlösung übergehe, möchte ich erwähnen, dass dieser Vorgang, Palästina zu kolonialisieren, lange vor Hitler und dem Holocaust begonnen hat. The process began in 1897 and continued through until Israel was established in 1948. So it took more than 51 years to accomplish. Dieser Vorgang setzte 1897 ein und setzte sich bis zur Gründung des Staates Israel 1948 fort. Es dauerte also mehr als ein halbes Jahrhundert. Now I would like to turn and give you my ideas or the characteristics of the one-state solution as I see it. Jetzt möchte ich Ihnen die Eigenschaften der Einstaatenlösung vorstellen, so wie ich sie sehe. In a one-state solution, we believe that Palestine, historic Palestine, should remain one unit from the Jordan River to the Mediterranean Sea, and it should not be divided. In der Einstaatenlösung glauben wir, dass das historische Palästina eine politische Einheit von Jordan bis zum Mittelmeer bleiben sollte und nicht geteilt werden sollte. On that territory or piece of real estate, a democratic state should be built without distinction of race, religion, ethnicity or national origin. Und auf diesem Stück Boden sollte ein demokratischer Staat errichtet werden, wo es keine Unterscheidung nach Religion, Rasse, Volkszugehörigkeit oder nationalen Ursprung gibt. That democratic state shall provide equality and equal protection of the law for all. Dieser demokratische Staat soll Gleichheit und gleichen Schutz des Gesetzes für alle bieten.
on that piece of real estate or on that in that state, all citizens, and when we say citizens, we mean existing Israeli Jews, existing Palestinians in the West Bank and Gaza and Israel proper, and all those who have been expelled over the years and their descendants. They shall be citizens of that state. Yeah, including. Und auf diesem Stück Land, also in diesem Staat, sollen alle Staatsbürger sein. Und mit allem meinen wir erstens alle jetzigen israelischen Juden, alle jetzigen Palästinenser, ob sie im Westjordanland, im Gazastreifen oder in Israel selber leben, und alle Leute, die aus diesem Gebiet fliehen mussten und deren Nachkommen. The territories that are occupied by Israel and do not belong to historic Palestine will be returned to their original owners. Und die Gebiete, die Israel besetzt hat, die aber nicht zum historischen Palästina gehören, werden dann an ihre ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben werden. The citizens of that state are to enjoy equal rights and equal protection of the law. Yeah, also you said that, right? Yeah. And that the state that to be established is to be free of all weapons of mass destructions, including Israel's arsenal of chemical, biological and nuclear weapons. Und alle Bürger dieses Staates von gleiche Rechte und den gleichen Schutz der Gesetze genießen. Und dieser Staat soll alle Massenvernichtungswaffen vernichten und abgeben, einschließlich des bestehenden israelischen Arsenals an biologischen, chemischen und atomaren Massenvernichtungswaffen. Here I would like to remind you that in the state of South Africa, prior to the transformation, South Africa, with the help of Israel, developed its nuclear, chemical and biological warheads. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Südafrika vor der Wende, Südafrika mit der Unterstützung Israels selber atomare, chemische und biologische Waffen entwickelt hat. In fact, as a result of the transformation and the defeat of apartheid in South Africa, the nuclear warheads of South Africa were dismantled. Infolge der Wende und der Niederlage der Apartheid in Südafrika wurden die atomaren Raketensprengköpfe Südafrikas auseinandergebaut. Now I wish I could tell you that that Israel had only 6 warheads. Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass Israel auch nur 6 atomare Sprengköpfe besitzt. Israel's arsenal of nuclear warheads are larger than those of England, France, Pakistan and India. Israel hat ein größeres atomare Waffenarsenal als Großbritannien, Frankreich, Pakistan oder Indien. In fact, Israel was the only one that threatened to use
nuclear warheads in the Middle East. Israel ist der einzige Staat gewesen, der je angedroht hat, atomare Waffen im Nahen und Mittleren Osten zu benutzen. I'm telling you all of this information, not to frighten you, but to make sure that you understand two things. We are dealing with a state that is a colonial, settler, racist state that is equipped with the most lethal weapons of mass destruction, and as a result, to drive home the point that we are all responsible to bring the transformation in that region of the world. Ich sage Ihnen das alles nicht, um Ihnen Angst einzujagen, sondern um zwei Punkte klar zu machen. Erstens, die Natur Israels als kolonialistisches, rassistisches Siedlerstaat und mit Massenvernichtungswaffen der schlimmsten Art, und zweitens, dass wir alle Verantwortung dafür tragen, dass dort auch eine Wende eintritt. The state that we advocate, the one democratic state in historic Palestine, will undertake to uphold international law and to seek peaceful coexistence and the peaceful resolution of disputes in the region. Den Staat, den wir wollen, den einen demokratischen Staat im gesamten historischen Palästina, wird versprechen, nach friedlicher Koexistenz, also friedliche Koexistenz erreichen zu wollen und eine friedliche Lösung für Konflikte in der Region anzustreben. Analyzing the two resolutions or the two solutions will give you clear ideas as to the characteristics of each one of them and give you an idea as to which one is the most viable one of the two. Wenn Sie also die Eigenschaften dieser zwei Lösungen analysieren, sehen Sie, welche dieser Lösungen die eher machbare, die überlebensfähige ist und welche wünschenswert wäre. If you are to continue your support for the idea of two states, bear in mind you are supporting the continuation of discrimination against Palestinian Arabs or Israeli Arabs. You are also supporting the continuation of the colonial settler regime in Israel. You are also supporting the continuation of the uprooting of the Palestinians and their displacement all over the map, and preventing their return to their homes and properties that were taken away from them. And then you are literally sentencing them to live on the dole of others and at the mercy of others, because there is no viable state would be established on the West Bank and Gaza. Wenn Sie also weiterhin die Zwei-Staaten-Lösung unterstützen, bedenken Sie bitte, dass Sie damit dann auch die weitergehende Unterdrückung der israelischen Araber in Kauf nehmen, dass sie auch das Weiterbestehen eines kolonialistischen Siedlerregimes in Israel akzeptieren und dass
weil das Palästinenser aus ihren Wohnsitzen vertrieben werden und über die ganze Welt verstreut werden und dass es kein Selbstüberlebensfähigen palästinensischen Staat geben wird, sondern dass die Palästinenser weiterhin auf die wilden Gaben anderer angewiesen sein werden. If you are to consider supporting the one democratic state in historic Palestine, you will be ushering in a new era in the region whereby colonialism, settler colonialism and racism will be eliminated, discrimination will end, justice will prevail, equality will be instituted, and hopefully justice and peace will come next. Ja. Wenn Sie aber die Lösung eines einzigen demokratischen Staates unterstützen, unterstützen Sie damit, dass in dieser Region eine neue Ära eingeleitet wird, dass die Diskriminierung beendet wird, dass ein kolonialistisches Siedlerregime abgeschafft wird, dass es Gleichheit für alle und Gerechtigkeit geben wird und dass hoffentlich auch Gerechtigkeit und Frieden dort einkehrt. I have given you the main points in comparing the two solutions, and I invite you to engage me in a discussion, hopefully during the question and answer. Thank you.